Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Tuxer. Ja, und hiermit ein herzliches Willkommen beim Tuxer. Ja, heute in dem Video geht es um ein neues Tomb Raider Spiel von der Seite tombraidercustoms.org. Da gibt es seit dem 10. Februar 2023 neues Release Update, beziehungsweise seit dem 11. Ja, das lade ich mir erstmal hinunter, weil das sieht nämlich sehr, sehr spaßig aus. Ich habe mir da schon so ein paar Bilder mal angeschaut, wie das Spiel jetzt hier so aussieht. Also grafisch sehr ansprechend dargestellt. Lara ist sehr gut gezeichnet. Und das ist natürlich schon mal so Grundvoraussetzung für ein gutes Tomb Raider Spiel. So, der Download ist fertig. Ja, dann kann ich die Seite hier auch wieder schließen. Ich gehe in mein Downloads-Verzeichnis. Voila, da wäre die downgeloadete ZIP-Datei. Ganz normal rechte Maustaste hier entpacken. Das dauert einen kleinen Moment. Schubs, da ist er schon fertig. Dann können wir die ZIP-Datei auch wieder löschen. Ich vergebe hier mal einen etwas schöneren Namen, indem ich da einfach mal davor schreibe: Tomb Raider Level Editor. Obwohl, ist ja nicht richtig, das ist ja die andere Seite. Diese Custom-Seite. The Last Pledger. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. So heißt das Spiel. Ja, ich starte in der Engine die Tomb 4X mit der rechten Maustaste Q4 Weine öffnen. Aber bevor es losgeht, nochmal kurz zwei Sätze zu meinem System. Name minus A. Ja, Kernel 6.1 habe ich hier am Start. LSB Release minus A, das Ganze mit Ubuntu 22.04 in der Point 2 Version als LTS. Ja, Q4 Wine ist installiert, mehr nicht. Auch kein Wine Stable oder etc. Einfach nur das nackte Q4 Wine und das fluppt dann auch so. Keine Einstellung habe ich diesmal gemacht. Ich habe keine Präfix eingestellt. Ich habe es einfach so gelassen, wie es ist. Und die Version, die funktioniert auch so. Und jetzt könnte ich eigentlich wieder Tomb Raider starten. Mache ich mal noch ein bisschen leiser. Ein paar Feineinstellungen. Ich denke mal, so wäre das, glaube ich, okay. Ja, mein Joystick ist drin. Ich gehe auf Novo Yogo, was so viel heißt wie neues Spiel. Jetzt schauen wir uns erstmal das Intro an. I love this. Ja, das waren ihre letzten Worte, oder? So, jetzt aber schnell abspeichern. Nicht, dass jetzt hier gleich hier ein Unglück passiert. Das Intro muss man sich jedes Mal anschauen. Obwohl ich dabei sagen muss, das Intro ist wirklich sehr, sehr gut. Das gefällt mir verdammt gut. Aber dennoch muss man sich jetzt ja nicht zwingend jedes Mal anschauen. Gehen wir erstmal zu dem Licht hier hin. Ups. Oh, hoffentlich komme ich auch wieder hoch. Okay. Oh ja. Oh ja, okay. Gut, die Lichter kann man schon mal abschießen. Und da kommt jetzt bestimmt der Wurm. Ist das der Wurm? Irgendwas ist doch jetzt hier, ne? Ah! Okay. Verstanden.
Der hat, glaube ich, keine Energie verloren. Okay, gehen wir mal dahin. Hier ist ein markanter Punkt. Das obere müsste meine Energie sein. Vermute ich mal. Ah, ich hab hier zwei Tasten vertauscht. Bei der Joystick-Kalibrierung. Oh, ich glaube, da kommt der Wurm wieder. Da kommt der Wurm wieder. Ich wusste es. Schnell weg hier. Vielleicht muss ich alle Lichter irgendwie deaktivieren, dass ich eine Chance gegen den Wurm habe. Einfach mal testen. Ich könnte mal Medipack nehmen. Hab ich überhaupt welche? 60%. Ja, 60% sollten reichen. Das Lichter, Munition. Okay. Oh, der Wurm kommt gleich wieder. Okay, wo sind die nächsten Lichter? Hier ist auch was. Ja, gehen wir mal hier drauf, ne? Ja, komm, Lara, hoch mit dir. Ein Medipack, prima. So, schauen wir uns mal hier so ein bisschen um, wo wir sind. Da wäre der Wurm. Da ist so eine Art Pyramide. Und hier sind noch die Lichter. Ja, ich würde sagen, ich gehe erstmal zu den ganzen Lichtern. Medipack, prima. Und sammle dementsprechend hier alles auf. Und bei jedem Licht ist was. Ist zwar auf eine Art schön, aber auf anderer Seite vielleicht auch ein Zeichen, dass es gleich gut zur Sache geht. Oh, da liegt auch was. So, was haben wir denn hier? Ah, das ist ein Weg, ne? Da. Teste ich gleich mal. Ich gehe erstmal hier meine Runde zu Ende. Ist der Wurm wieder. Oh, hier ist es verdammt dunkel. Gut, habe ich alle Lichter erledigt? Jetzt schauen wir uns mal hier dieses Teil an. Hier liegt ja auch noch etwas. Kann man hier drauf? Ah, da vorne ist noch ein Licht. Ja, komm. Gut. Ja, sollen wir da mal hinlaufen? Laufen wir da mal hin. Da noch ein Licht. Was haben wir hier? Ein Kamel. Oh, da liegt was. Hallo, Lara? So. Wäre das letzte Licht? Zwei Medipacks gleich. Oh oh. Ah, da vorne ist auch noch ein Licht. Da habe ich doch eins übersehen. Dann laufen wir da mal hin. Vorne ist ein Feuer. Sonnenlicht. Ja, okay. Ganz schön riesig hier. Also wirklich super gemacht. Also das gefällt mir richtig gut.
speichere mal eben ab. Dass der Wurm wieder kommt. Ja, und das wäre natürlich auch nicht so gut. So, ja, das müsste es speichern sein, ne? Na. So, was haben wir hier für ein interessantes Bauwerk? Muss ich da auch noch hoch? Schauen wir mal ein bisschen näher an, weil es nämlich ziemlich weit weg war. Also ich kann hier nichts erkennen, dass man hier irgendwie hoch kann. Dann ist es in dem Sinne einfach nur Grafik. Kann Lara eigentlich auch ein Licht anmachen? Ah! Mit Taschenlampe. Schön! Kann ich ja so den Wurm verscheuchen. Ein wenig Licht. Ich gehe nochmal so ein bisschen so am Rand entlang. Nicht, dass ich hier irgendwas Wichtiges übersehen habe. In geheimnisvollen Ecken zum Beispiel. Ups. Da war es ein wenig schräg. Oh, ein Loch. Das hat nichts zu bedeuten. Ah, wo kann man hier hingehen? Sackgasse. Gut. Ja, ich denke, ich baue einen kleinen Schnitt ein, weil ich werde jetzt erstmal die ganze Gegend hier so ein bisschen abchecken, ob hier noch irgendetwas, ja, irgendetwas gibt, was man so einsammeln kann. Da, was haben wir denn da für ein Gebäude? Oder war ich da schon? Oh, was ist denn hier? Was ist denn hier? Oh, da liegt was. Da liegt doch was irgendwo. Okay. Jetzt habe ich einen zweiten Ank. Ja, nur wie viele Ank brauche ich? Das wäre auch nochmal interessant zu wissen. Vielleicht muss ich die Ank da oben einsetzen. Ja. Aber ich check nochmal ab. Nicht, dass es noch einen dritten gibt. Einen dritten Ank. Da einmal rum sein, ne? Ups. Na, hier war ich schon, ne? Behaupte mal, ich bin einmal rum. Es geht weiter, es geht weiter. Genau. So, ich bin jetzt hier noch ein bisschen rumgeeiert und habe gesucht und habe getan. Und so, mein Zielpunkt sind jetzt zwei blaue Lichter. Weil dort ist nämlich ein Eingang. Den muss ich erstmal finden. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, wo der war. So, hier sind zwei blaue Lichter und zwei blaue, und zwei kleine Feuer. Und hier ist ein Eingang. Hier muss ich hin. Ja, ich denke mal, ich habe jetzt einen Schnitt eingebaut. Und weil ich jetzt noch ein wenig rumgeeiert bin. Und hier müsste ich die schon mal einsetzen. So, aber viel mehr weiß ich jetzt auch nicht. Oh. Was hat das zu bedeuten? Ich muss hier bestimmt rein, ne? Ah, ich speichere mal lieber ab.
Ups.